Hallo meine Lieben, ich mache heute mal wieder ein Tutorial mit euch. Und zwar diese tolle Karte hier. Ich bin ganz begeistert. Ich habe ein ähnliches Design gesehen und habe gedacht, irgendwie muss das doch funktionieren. Und ja, habe mir da ein bisschen was überlegt und das hat tatsächlich dann auch funktioniert. Und ich zeige euch jetzt mal, was die Karte macht. Ich finde das so toll. Und der, bei dem ich das gesehen habe, die hat also so eine Längskarte gehabt und hat hier Luftballons gehabt und die Luftballons flogen dann auch noch an den Seilen dran. Das fand ich richtig toll. Und ich habe jetzt durchgeguckt, was ich so für Digistamps hatte und habe dann diesen Hasen genommen und hier hinten dann diese Hasenparade geklebt und hier noch so einen kleinen Hasen und hier unten noch Washi-Tape. War ein bisschen viel am Ende. Aber eigentlich ging es mir auch nur darum, ob das funktioniert, wie ich das gerne so haben möchte. Ja, und nun zeige ich euch, wie das geht. Hier könnte man noch so einen kleinen Gruß hinstempeln, frohe Ostern, der sich dann hier so rauszieht. Mal gucken, ob ich mit der Karte noch was mache oder ob ich die einfach so lasse. Was ihr braucht, also ich habe es jetzt hier auch so gemacht, dass ich das noch auf so eine Doppelkarte geklebt habe. Das muss man gucken, wie man das gerne machen möchte. So, was ihr jetzt dafür braucht, sind auf jeden Fall auch Deko-Elemente. Was müsst ihr euch dann überlegen? Und dann braucht ihr natürlich für den, ja, für die Grundkarte eine Kartenbasis. Wie ihr die Maße letztendlich macht, ist auch so ein bisschen eure Sache. Ich mache euch mal wieder ein bisschen weg. Ich habe jetzt meine gemacht. 11 mal 15, glaube ich. Nee, 16. 11 mal 16 cm. Habe mir dann hier ein bisschen was distressed. Ich wollte ja so gerne mal diese Bouquet oder wie auch immer das heißt, diese Kreise. Technik machen. Irgendwie gelingt mir das noch nicht. Das ist jetzt schon der zweite Versuch. Ja, schon. Ist gut. Ich muss halt einfach nur noch ein bisschen üben. Das gefällt mir aber schon viel besser als der erste Versuch. Der ging gründlich daneben. Das war jetzt dann schon besser. Das nehme ich so als Untergrund. Und dann braucht ihr natürlich, damit eure Karte sich hin und her schieben lässt, so ein Zwischenteil. Das Zwischenteil habe ich jetzt so gemacht, dass es sehr viel kleiner ist als das. Ich finde es einfach schöner. Also hier habe ich es sogar noch kleiner gemacht, wenn man das dann an der Seite nicht ganz so sieht. Weil ich habe das dann auch auf diesen kleiner, auf diese ganz kleinen Bs, auch mit diesen Abstandsklebe-Dingern. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie die heißen, geklebt. Und das sieht man da nicht ganz so. Also das gefällt mir immer besser, als wenn es hier so gleich außen klebt. Gut. Also ihr braucht zweimal Cardstock. Das kann irgendein Rest von euch sein. Ich habe jetzt mir das jetzt gerade noch abgeschnitten, bis mir einfällt, dass es das auch ein Rest sein kann. Habe hier das von Faltkarten. Das Altgold. Ich glaube Altgold. Genommen und ich fand, das passt irgendwie ganz gut, passt auch zum Frühling. Ob jetzt der Igel mit Frühling was zu tun hat, ist die zweite Frage, aber ist egal. Dann braucht ihr noch, ich habe jetzt hier diese, ich habe die nämlich, als ich mir für diese Bouquet-Technik diese Kreise gemacht habe, die Kreise, das Ausgeschnittene brauchte man ja nicht mehr. Und da habe ich mir das genommen. Bei dem hier muss das natürlich ein bisschen größer sein. Also da habe ich so einen breiten Streifen gehabt und auch ungefähr so lang ungefähr, ja. Hier denke ich, durch den kleinen Luftballon, weil nur der Luftballon soll sich bewegen, reicht mir dieses kleine Teil und das andere verschwindet ja. Ich denke, das wird reichen. Dann, also das müsst ihr dann ein bisschen auf eure Größe so runterrechnen, die ihr dann braucht. Dann braucht ihr noch Folie, damit diese Slider-Technik funktionieren kann.
Da habe ich jetzt einfach Butterbrottüten genommen. Also die Butterbrottüte ist ja so lang ungefähr. Und da kann man sich immer mal wieder einen Streifen runterschneiden. Finde ich perfekt, weil das gleitet auch richtig gut. Die ist richtig schön glatt. Dann braucht ihr natürlich die Deko-Elemente, hatte ich ja schon gesagt. Dann einen Streifen zum Rausziehen. Da habe ich jetzt mal geguckt, ob ich das vielleicht nehme. Da steht auch schon drauf, ein kleiner Gruß. Muss ich mal sehen, ob das funktioniert. Und dann diverse Klebesachen, was letztendlich gebraucht wird. Müssen wir mal gucken. So, und dann kann es auch schon losgehen. Wie gesagt, die Karte müsst ihr auf eure Größe machen, sodass sie funktioniert. Das ist, ja, und diese Abstandsklebepads habe ich noch. Wie letztendlich bleibt euch auch so ein bisschen überlassen, was ihr auch mit der Karte machen wollt. So. Dann brauchen wir das Teil, das mittlere, was nicht zu sehen ist, was dann später hier so in die Mitte kommt. Entschuldigung. Das ist ja nicht zu sehen, ne? Das mittlere Teil. Das kann auch immer, was für immer, ein Cardstock sein oder sollte schon stabil sein, aber kann irgendein Rest sein. So, dann dass ihr es auch gut seht, da ist schon wieder meine blöde Lampe. Naja, ist egal. So. Also ich mache es schon so, man kann schon so 2 oder 1,5 Zentimeter von diesem Rand, also von diesem Rand hier ein oder 1,5 oder 2 Zentimeter würde ich es machen. Ich gucke noch ein bisschen ran. So. Ich nehme jetzt hier 1,5 Zentimeter. Und dann mache ich mir hier, muss ich gerade mal überlegen, wo ich das haben will. Ich will den Streifen auch nicht so breit haben, weil mein Streifen hier hat ja auch nur, lass mich mal gucken, 3,5 cm. Und dann mache ich das hier von 5 oder von 5,5. Mache ich mir jetzt hier einfach einen Schlitz rein von 5,5. Dann schiebe ich es gerade mal ein ganz kleines Stück weiter. Also hier so ein Millimeter. Einfach nur 1 Millimeter weiterschieben. Wieder runterlassen. Und dann schneidet ihr es genau nochmal, wie ihr es eben geschnitten habt. Also ich hatte jetzt hier 5,5. Ich hoffe, mein Kopf ist nicht andauernd. In auf 2. Das gleiche mache ich jetzt hier auch. Wieder bei 1,5 cm. Ja, 5,5. Wie gesagt, nicht die gleichen Maße nehmen. Brecht es einfach runter auf euer Maß, was ihr braucht. So, und jetzt gerade wieder 1 Millimeter weiter. Jetzt haben wir praktisch hier schon die Schlitze uns geschnitten, wo jetzt gleich, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, so. So. Und jetzt schneidet ihr hier, haben wir jetzt die längs geschnitten und jetzt schneiden wir gerade am Rand, stellen wir die Verbindung her. So, dass wir
das dann hier rauslösen können. Vielleicht einfach nochmal nachfahren. So. So, dass wir dann hier so einen Schlitz drin haben. Das sollte, wenn möglich, schon gleich sein, damit das nicht so schief läuft. So. Und macht ruhig einen Millimeter, also das kann ruhig schön so zu sehen sein. Sonst bleibt euch das nachher anlaufend hängen. So, dann je nachdem, was ihr genommen habt. Ich muss das jetzt hier an der Seite aufschneiden, weil ich hatte ja so einen Butterbrotbeutel genommen, dass ich hier so einen langen Streifen habe, der offen ist, also nicht irgendwo zu ist. Das stecke ich mir jetzt hier rein. Wo vorne und hinten ist, ist egal. Das muss jetzt einmal hier rein, so dass es einmal rundherum ist. So, hier kommt es dann wieder raus. Dann setze ich hier einen kleinen Klebestreifen drauf. Macht es schön am Rand, also nicht auf den Cardstock kleben. Aber setze es auch nicht zu hoch. Ich habe es jetzt hier so. Das ist noch ein halber Millimeter ungefähr oben zu sehen ist. So, das müsst ihr dann auch gut abschneiden. Das darf ja nicht auf dem Cardstock kleben. Das darf nur hier auf dem, also hier bei mir auf dem Butterbrotpapier. Quatsch, Butterbrottüte. Das habe ich die ganze Zeit schon Butterbrotpapier, oder? So, nochmal festdrücken, den Streifen abmachen. Dann legt ihr die Folie, also hier haben wir ja den Klebestreifen, dann legt ihr das rüber, dass es auch den Klebestreifen komplett verdeckt. Also es darf nachher nichts irgendwo haften und kleben bleiben. Und den Rest schneiden wir jetzt einfach ab. Und direkt hier setze ich dann auch schon meinen Streifen. Da ist er. Es darf auch nicht zu eng sein. Also ich nutze immer auch hier, wo ich geklebt habe, dass ich das dann da auch hinklebe, dass das hier dann nicht irgendwo hier oder hier oben reinrutschen muss, weil dann kann es auch sein, dass es so ein bisschen hakt, weil es ja so ein bisschen übersteht, ne? Also ich nutze das immer, dass es dann, wenn ich jetzt praktisch hier so hochziehe, das bis dahin ungefähr so mit hoch geht. Und dann ist es nur auf dieser Linie und rutscht nicht in die Schlitze rein, ne? Also wenn das jetzt hier so fest wäre, würde der so hochgehen. Und das Ganze muss dann auch hinten dran sein. So, also das wäre praktisch, das kommt dann so, das brauchen wir ja nicht mehr. Also das ist eure Kartenbasis, das ist das Zwischenteil und das euer Ziehelement, das muss zwischen diese beiden. Das muss dann praktisch so. Jetzt müsste ich nur mal gucken. Weil ich will ja natürlich, dass alles komplett rausgezogen wird. Also ein bisschen muss es ja auch rausgucken.
das dann hier ungefähr ist. Also ihr müsst ein bisschen gucken, je nachdem, was ihr dann macht. Aber das ist halt diese Grundbasis. Hier ein Stück Folie oder Tüte oder was auch immer. Kann man alles, was in dem Abfall landet, kann man da nehmen. Und nicht ganz so eng machen. Und aufpassen, dass dieser Folienstreifen ein bisschen schmaler ist als eure Schlitze. So. Und dann kommt das. Soll ja oben rausgucken, jetzt hier hin. Dann nehme ich ein extra ein bisschen stärkeres. Also auch hier wieder aufpassen, dass euer Klebeband dann auch nicht zwischen Cardstock und Klebefolie ist, weil es muss sich ja alles gut ziehen lassen. Also das muss dann komplett auf diesen Streifen kleben und komplett auch auf der Folie, die eure Slider-Technik dann bewegt. So, das muss jetzt so rum. Das ist jetzt bei mir, glaube ich, egal, ob mittig oder nicht. Soll halt nur ein bisschen gerade sein. So, wie gesagt, das kommt ja hierher. Und dann kann ich euch jetzt schon mal die kleinen, sieht man jetzt schon. Kommt auch gut raus, ein kleiner Gruß. Und das Ganze wieder rein. So. Ich habe das jetzt vorhin auch schon gemacht. Ich habe das nochmal ein bisschen verstärkt. Das hätte ich jetzt hier eigentlich auch machen können. Naja, wir lassen es so. So. Das wäre schon mal das Erste. Jetzt kommen kleine... Ich habe die schmaleren Abstandshalter, die ich habe, genommen. Habe die jetzt hier auch. Einmal links und rechts hiervon geklebt. Dass es hier auch so eine kleine Führungsschiene gibt. Und Abstandshalter müssen ja sowieso rauf. Aber dann habe ich hier schon hierfür eine kleine Führungsschiene und das wackelt mir nicht zu sehr. Und die anderen kommen an die vier Ecken. Das ist einfach dafür, dass dann das alles ein bisschen besser rutscht und nicht direkt auf dem Cardstock ist. Und hier gucke ich jetzt, dass es so ein bisschen mittig ist. Also ich gucke erst hier, dass es mittig ist. Das brauche ich ja gleich nicht mehr. Aber ich will es in etwa so, wie es dann später drauf kommt. So. Dann klebt das schon mal. Und hier haben wir jetzt... Das funktioniert ja schon mal super. So. Jetzt heißt es ein bisschen tüfteln. Den Igel möchte ich hier gern so drauf haben. Das klebe ich mir auch schon mal. Den klebe ich mir auch, dass er so ein kleines, so ein bisschen den 3D-Effekt hat. Weil hier entscheidet sich jetzt gleich, wo dieser Luftballon halt hinkommt. Das wäre jetzt gleich ein bisschen wichtig. Guck ich mal bis hier. Ja, das wäre doch schon mal super. So. Muss natürlich die Folie treffen, sonst hat das alles keinen Sinn. Also lieber noch ein Stück rüber, aber das ist schon mal perfekt. Da könnte man sich
mit einem Bleistift eine kleine Markierung machen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich einen in der Nähe habe. Ansonsten lasse ich es einfach. Nee. Und hier muss ja dann ein Schlitz rein, damit es auch hoch und runter fährt. Und hier soll es schon ungefähr beginnen. Hier auf eurer Karten, auf eurer Kartenvorderseite habt ihr euch ungefähr gemerkt, wie euer Deko-Element ungefähr hoch und runter laufen soll. Und hier machen wir wirklich nur einen Schlitz. Da, wo er hoch und runter laufen soll. Ich mache das hier so ungefähr. Da muss ich nochmal durch. Ich habe jetzt hier keinen Faltkarten genommen, weil ich habe nur dieses Leinenweiß und das war mir irgendwie zu schade. Ja, aber vielleicht hätte ich es nehmen sollen. Aber jetzt bin ich durch. So. So, hier habt ihr jetzt einen Schlitz drin. Weil für Hochkant muss natürlich so ein Schlitz rein. Und wenn ihr eine Karte machen wollt, so wie hier, wo das seitlich ist, müsst ihr so seitlich. Ich hätte jetzt nicht über die ganze, ich habe fast über die ganze Karte einen Schlitz gemacht. Das hätte so nicht sein müssen. Also so ein kleiner Schlitz hätte gereicht. Aber das ist egal. Sieht man ja auch nicht so sehr. Ich meine, irgendwie muss man ja einen Schlitz sehen. So, jetzt kommt das Ganze. Jetzt muss man wieder gut überlegen, wie man es klebt. So wäre es ja noch unten. Und okay. Okay. Hier müsst ihr auf jeden Fall stärkeres Cardstock nehmen. Ich habe jetzt hier nur 180 Gramm Papier, weil ich mir das hier drauf ausgedruckt habe. Da müsst ihr auf jeden Fall was Stärkeres nehmen, damit euch das nicht so verbiegt. So. So, mal kurz überlegen. Wo haben wir unseren Schlitz? So ungefähr mittig kommt die Karte hin. Also wie gesagt, haltet es euch ab und zu mal hin. Guckt, wie ihr das am besten macht. Ich muss es so rum jetzt machen. Nicht andersrum, so wie ich es eben hatte, sondern eher so. Muss auch wieder alles schön gerade sein. Dann alles gut festhalten. Jetzt müsst ihr noch ein Stückchen weiter raus. So, so werde ich es später kleben. Gut festhalten. Jetzt sucht ihr euch hier wieder dieses rote Teil, haltet es fest und dann könnt ihr auch das Deko-Element und die Karte loslassen. So, das hier wollen wir nicht kleben, da klebt ja dann unser Luftballon drauf. Wir wollen nur diese Hälfte kleben. Ihr müsst euch das Ganze jetzt hier, was ich fabriziert habe, ein bisschen wegdenken. Wichtig ist nur, dass es da nicht klebt. So. Jetzt muss es wieder auf die Position hin, die es ungefähr braucht. Also hier noch ein Stückchen raus.
hier auf dieses Zwischenteil kommen jetzt wieder Abstandshalter. Das ist einfach dafür da, dass es gut läuft und nicht am Cardstock lang schubbert. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr das, was ihr hierfür nutzt, hier so ein bisschen reinfriemelt. Das hatte ich vorhin auch irgendwie schlauer gelöst. Jetzt kann man es runterdrücken und das ist jetzt unsere Mechanik, also dieses Folienteil, was auch immer ihr dafür nehmt. Ich habe diese, das was man hier halt so Karteiraster, wie sagt man dazu, ich weiß es nicht, das rutscht halt auch sehr gut, deswegen eignet sich das wirklich auch sehr gut dazu. Hier würde ich jetzt einfach so ein kleines doppelseitiges Klebestreifen-Dingens drauf machen, weil ich nicht schon wieder mit dem Tombow da rumschmieren möchte. Und wirklich aufpassen, dass ihr nur auf diesem roten Teil was draufklebt, nicht drunter. Nicht drüber. So, das ist wirklich nur auf diesem roten Teil drauf ist. Man könnte das jetzt praktisch auch noch mit einem Abstandshalter machen. Vielleicht klebe ich mal einen drauf. Das bleibt aber auch wieder euch überlassen, weil das eigentlich relativ gut rutscht. Da müsste ich auch ein Stück abschneiden. So, und das soll jetzt dass es hier den Effekt hat, als ob er das gerade loslässt. So. Tada! Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen zu weit oben geschnitten. Aber ich meine, lieber ein bisschen weiter, als dass es dann nachher nicht funktioniert. Ich finde das super. Das Ganze könnt ihr jetzt noch auf einem anderen Cardstock wieder kleben, so dass man es aufklappen kann. Hier auch wieder, je nachdem, wie ihr das gerne braucht und wollt. Hier würde ich mir jetzt noch so eine ganz kleine Fahne reinschneiden. Hier so ein kleines, ja, wie eine Fahne aussieht. Und ja, ich finde ja mechanische Teile sowieso immer ganz toll. Also alles, was sich bewegt, ja, kann man die ganze Zeit dran rumzuppeln.
Hier ist es jetzt leider auch so, dass es wirklich nicht komplett gezeigt wird. Da habe ich auch wieder, da habe ich, also da zeigt sich, dass man echt wirklich nachdenken muss. Hier werde ich jetzt einfach was drüber kleben und bestempeln und dann, dass man nur ein kleiner Gruß dann komplett sieht. Ne? Also da müsst ihr wirklich tausendmal probieren, bevor ihr das alles festklebt, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ihr es denn haben wollt. Aber es ging ja hier allein um die Technik. Ich hoffe, die habe ich euch rübergebracht. Schreibt mir doch in einem Kommentar, ob es verständlich war. Falls jemand diese Bouquet-Technik schon macht und perfektioniert hat, der kann mir ja vielleicht mal ein paar Tipps geben. Ich habe es jetzt schon gemacht, dass ich wenig Farbe genommen habe und wenig Druck ausgeübt habe bei den Kreisen. Aber die sind mir irgendwie noch zu plakativ. Also es ist ein zu starker Rand. Also man sieht, ich hätte es gern irgendwie verblasster. Warum das nicht so funktioniert, ich weiß es nicht. Hier, wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, sieht es schon ganz gut aus, aber in echt eben nicht. Ja. Gebt mir doch da mal ein paar Tipps und schreibt mir doch mal, wie ihr die Anleitung fandet. Da würde ich mich super freuen. Und bis zum nächsten Tutorial oder bis zum nächsten Haul. Tschüss!